Ich weiß es nicht. Lauf, Umut! Lauf. Umut! Umut, warum hast du einen fahren lassen? Ich weiß es nicht. So wird mein Kyoto begrüßen. Yep. Wir sind in Kyoto auf dem Weg zu. Wie heißt der Tempel? Zu irgendeinem Tempel. Irgendwas mit F. Irgendwas mit Shrine, irgendein Tempel. Irgendwas mit F. Da wo es rote Türbögen gibt. Sorry, sorry. Hast du es auf Kamera, Chris? Hast du es auf Kamera? Dass sie mich auf Kamera haben. Diesen schönen Flussblick. Komm mal hinter die Kamera, dass man euch mitzieht. Kannst du ein Selfie draus machen? Ja, okay, komm, wir machen wieder unser spezielles Selfie, Umut. Das ist ein Selfie. So eins. Ja. Ja, wir machen so ein Selfie. Achso. Das kann ich rausschneiden. Das ist ein Video, ja. Hey, ein rotes Tor. Ja. Das ist nur eins von vielen. Trotzdem, aufnehmen. Der erste richtige Tempel, ne? Okay, nein, gestern war ja auch ein Tempel. Ja. Aber das ist eher so ein Tempel, wie man sich vorstellt. Nein. Doch. Nein. Mit so vielen Ständen daneben. Muss die Kamera hier so hochhalten, weil hier halt viele von Gon schon rumlaufen. Ja, das ist. Also ist gar nicht mal so einfach, dann zu filmen. Nein. Oder ich mach einfach so, den hier. Danke, Umut. Das danke, dass du mir deine Schulter leist. Das ist warm. So. Und nun, willkommen an der ersten Tempelanlage in Kyoto. Was geht ab? Ich bin der neue Simox-Leader. Ich glaube, ich werde jetzt nichts sagen. Ich bleib schüchtern wie Mario. Oder vielleicht doch nicht. Was ist denn da draußen? Ist nix. Uhu. Nein. Was haben wir denn hier? Medizin. Den Eins mit dem Baum. Was sind die? Willst du mal übersetzen, was das heißt? Ich hab keinen Akku. Ach, jetzt auf einmal hat der Herr keinen Akku. Also hat Akku, aber muss sparen. Ne? Klar. Muss sparen. Jetzt auf einmal. 65%, hat er gerade eben noch 75. Das heißt, es gibt exorbitant schnell runter. Ich will ja Videos und Fotos machen, weißt du? Okay, okay, okay. Und das übersetzen. Okay, okay. Guck mal her, und das übersetzen. Die Kamera. Ah, wieso ist das so heiß? Boah, ist das heiß. Also. Wieso? Oh Gott. Darf man? Ich werde gleich vom Geist besessen. Was ist das? Was ist die? What is this? What is this? What is this? What is this? Why are we as a glass? Mach die bitte nicht. Sorry. Ich muss ein bisschen einlaufen. Nein, das geht so. Japanisch auf Deutsch. Nein, das ist uncool. Ich hab irgendwelche Scheiß keine Amis gemacht. Ich wollte eigentlich nur die hier Dings zeigen, Natur. Echt? Ja, okay, aber das ist so ein Ami-Ding. Ein Ami-Ding.
ist es irgendwie die. Ich weiß nicht, ob das zum Sitzen ist, ich will mich nicht draufsetzen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schwer, wissen das eigentlich. So, das Text kommt. Ja. Das darf stehen. Mhm. Insbesondere Wertpapiere, Unternehmen und Aktienmenschen ausweichen. Das ist ein groben Amt, wie viele Wurzeln? Ich hätte irgendwo Wurzeln, das Deutsch ist ganz komisch. Das heißt, es hat irgendwas mit der. Es hat irgendwas mit Kiefern und Wurzeln zu tun. Okay, macht Sinn. Dieser Kiefer. Macht Sinn, cool. Cool. Wir fahren die nach oben, ne? Jo. Dann geht's so. Nein, mein Ständer. Also meinst du da hoch oder? Da hoch. Was? Also da runter, ich muss Wasser auftanken. Das nimmt mir das mit. Ah Gott, nein, ich bin nicht mit dir. Um Rot? Ich bin zu nass. Ich fand mich nicht glücklich. Wir machen eine Waldwanderung, yay! Guck mal, ich filme jetzt meine Kamera. Meine Kamera filmt deine Kamera. Mind is blowing. Mario, ich meine Chris, der Mario will abhauen. Er hat die Flugtickets, er hat die Hotelschlüssel. Scheiße. Aber geil, Bambus. Hello, white guy from another land. Wo are you from? Opa Bambus anfassen. I don't wanna talk with you. My English isn't very good. Go away. Okay. Go away. Okay. No English. Okay. Go away. You are stupid. Stupid guy. Go away, hab ich gesagt. Fuck. Das ist mega geil. Sieht aber echt nice aus, ne? Top of the mountain links. Alter. Was denn? Wir müssen da hoch. Ja, wie geil ist das denn? Wir sind jetzt auf. Ist das anstrengend. Also. Jetzt ja gleich wieder da unten. Zurück? Vielleicht müssen wir wieder, keine Ahnung, 3 Stunden in der Sonne auf Christian warten. Everybody. Christian, mach mal ein Foto. Hallo. Fotosession erfolgreich beendet. Na, Spinnnetz? Oh. Ja, ich bin schon durch. Achso. Gut, dass du vor mir gehst. Ich hab ein bisschen Angst vor Spinnen. Alter. Okay, du hast eine Riesenspinne abbekommen. Sie beißt dich jetzt. Hier sitzen schon wieder diese Dinger. Die Käfer an der Seite. Was sind das für Spinnen, Alter, Scheiße. Die sind so grün. Nee, oder? Na klar. Warte, Scheiße. Ja? Die vorne. Pause. Lass uns drüben machen. Und nach Bruch? Wir machen jetzt hier 10 Minuten Pause und drüben ist eine Bänke. Ich hab schon noch gar keine Bänke gesehen. Wir haben es geschafft. Fast. Wir sind oben angekommen. Es ist langweilig, jetzt gehen wir wieder runter. Und jetzt gehen wir wieder runter.
Jetzt hab ich meinen Versuch zerstört. Wir haben doch gesagt, ich zeige euch das wieder, wenn wir hier was Interessantes sehen. Das da unten ist Kyoto. Das ist gut, das hier. Wie findest du Kyoto? Ich hielt es immer noch für Osaka. Ich hielt es gleich aus. Okay. ist geil. Ist wirklich ist echt schön. Eine geile Aussicht hier. So, von den Tempeln aus Kyoto in die Kyoto City. Das sieht aber genauso aus wie in Osaka. Oh, was sehe ich denn hier? Rechts. Ich schlag ihn los. No. Nein! Ich frag mich echt, wie die Japaner damit klarkommen, ne? Mit dieser Affenhitze. Da hinten gibt's, da hinten an der Bushaltestelle, seht ihr die? Da gibt's wieder diese Wasserdüsen. Es gibt hier so an sehr vielen Geschäften und auch Bushaltestellen gibt's so kleine Wasserdüsen. Oder bei diesen Temperaturen Wasser ausgespritzt wird, dass wenn du vorbeigehst, hast du so ein frisches Gefühl, ne? Mega geil. Läuft die Aufnahme schon? Ja, Aufnahme läuft. Okay, komm, wenn du schon anfängst zu lachen, willst du die Story erzählen? Nein, will ich nicht. Ich will nur lachen. Ich bin hier nur für die... Ich werde auch nicht nichts erzählen. Ich bin nur für die Lachreihe. Okay, wenn du es nicht tust, dann tue es ich. Es gibt hier in Japan sehr, sehr viele so kleine Spielautomaten, wo man so mit 100 bis 500 Yen zahlt. Und dann kann man dann halt versuchen, verschiedene Figuren oder sonst irgendwas zu gewinnen. Du kannst da diese Figuren, die dann da drin sind, auch überall kaufen. Ja, dann gab es hier einen Automaten, wo eine Figur drin ist, die ich unbedingt haben will. Und man kann diese Figur an diesem einfachen Automat einfach nicht kaufen. Das regt mich einfach sowas von auf, ne? Ich meine, hier in Deutschland ist diese Figur, ich glaube, wie viel ist die Figur in Deutschland wert? 300 Euro. Ich glaube, ja, über 300 Euro. Und hier kannst du die mal eben, keine Ahnung, für vielleicht nur 100 Euro. Nee, die ist hier billiger. Jede Figur ist hier billiger, wesentlich billiger. Aber mehr als 100 Euro. Ja, aber es ist keine 300 Euro wert. Also jede Figur, die ist hier in Japan nicht 300 Euro wert. Die ist, keine Ahnung, vielleicht die Hälfte gerade mal. Und man kann sie nicht kaufen. Und das war die einzige Figur, die ich bis jetzt gefunden habe hier. Sonst finde ich ihn nirgendwo. Und deswegen... Sind hier gerade noch beim Japaner essen? Für mich gibt's Standard Pommes, Standard Spaghetti. Was ist? Viel Fisch. Ja, ich mag das Essen für viel Geld. Und Brot. Omelette. Das ist mal ein richtig geiles Omelette. Das ist geil. Und das reicht nicht. Mit Reisfüllung, ne? Nee, da drunter einfach. Achso, da drunter. Einfach da drunter. Trotzdem cool. Das sieht das aus. Lecker aus. Sogar mit Ei. Au.